Sehe ich mit Freude. Bien sûr. Das weibliche Geschlecht war für die Medizin schon immer sehr geeignet und geöffnet. Die Herren sind auch nicht schlecht. Ein Glück, dass ich gekommen bin. Er gefällt mir besonders gut. Ein Herr mit Brille, das war immer schon mein Wille. Ich glaube, jetzt muss ich mich bekannt machen. Melanie Hahnemann ist mein Name. Ah, Dame grinst, ganz witzig und wissend. Recht hat sie. Ich bin keine Unbekannte und nicht nur die Frau vom Samuel. Na, wir haben uns alle eingesetzt für die Homöopathie. Selbstverständlich. Na, was glauben Sie, was das für ein Kampf war? Sie schaut so ungläubig. Natürlich kann es nicht wahr sein, ich bin längst tot. Sie haben gelesen in den Unterlagen, der 258. Geburtstag meines verblichenen Gemahls. Ganz nahe kann ich also auch nicht mehr sein. Aber Sie und Ihr Interesse, ist das nicht genug? Aber eigentlich ist es der Tag der Homöopathie. Diese herrlichen Herrschaften setzen sich ein für das, wofür unser Herz gebrannt hat. Und nicht nur das Herz. Unser ganzes Leben war dahin gerichtet. Ja, sie hat recht. Ich war ein junges Blümchen, wie ich mich eingesetzt habe für die Homöopathie. 34 Jahre war ich alt. Ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut, zu meinem Samuel zu fahren. Er ist auch ein schöner Mensch. Wenn er sich so einsetzen wird für die Homöopathie wie mein Samuel, könnte er mir fast gefallen. Aber eigentlich ist er mir zu jung. Ich war 34 und der Samuel 79, wie wir uns begegnet sind. Das brauchen jetzt nicht nachrechnen, ich sag's Ihnen, 45 Jahre waren dazwischen. Na, der Skandal war perfekt. In Köthen war das. 11 Kinder hat er schon gehabt und wittibar war er. Ja, die gute Johanna hat das Zeitliche gesegnet. Na, nach 11 Kindern kein Wunder. Es hat ja damals keine gescheite Versorgung gegeben. Die Homöopathie war sehr umstritten damals. Ich bin extra von Frankreich bis nach Deutschland gereist, in Männerkleidern und sehr aufwendig. Die Reise war mehr als anstrengend und unglaublich beschwerlich und gefährlich was obendrein. Hier und da hätten sie mich fast abgemurkst in der Kutsche. Ja, es war mir zu einfach und der Hahnemann war ja auch kein Unumstrittener. Nicht manche haben ihn für einen Hexenmeister gehalten. Diese kleinen Dinger, die man da gibt und diese wahnsinnige Idee, Ähnliches mit Ähnlichem zu bekämpfen. Na, das wäre gerade noch gegangen. Aber dass das auch noch heilen soll, das hat er gekämpft. Ja, das kannst du mitschreiben. Ähnliches mit Ähnlichem, das war das Wichtigste, wo mein Samuel draufgekommen ist. Den berühmten Versuch mit der Kinderin, den werde ich ja wohl nicht zitieren müssen. Ich darf davon ausgehen, dass so wissende Herrschaften wie Sie das wissen. Bei der Malaria was. Und da sind wir dann draufgekommen. Aber auch bei anderen Dingen. Die Homöopathie hat immer geholfen. Wissen Sie, der Samuel war ja eigentlich aus Meißen. Er war das Kind von einem Porzellanmaler in der Manufaktur. So gebildete Herrschaften wie Sie wissen sicher, dass sowas gegeben hat. Angeblich hat sie das erkalten. Wie sich überhaupt die Dinge halten, die von Wert sind. Die Homöopathie ist eines der Dinge, die sich halten sollte bis in alle Ewigkeit. Sie sind jung, tragen Sie es in die Welt. Wir haben dafür gekämpft, jetzt ist es bewiesen. Diese Herrschaften werden nicht mehr angefeindet. Das sind ernstzunehmende Persönlichkeiten. Hier und da gibt es aber noch immer Kritiker. So Unwissende, die glauben, das vertraut sie mit der Schulmedizin nicht. Oder wer weiß, soll das helfen, die kleinen weißen Kugeln, was soll das schon bringen? Ich sage Ihnen was, ganze Epidemien haben wir bekämpft. Der Samuel hat einen guten Bezug zu Wien gehabt. In seiner Ausbildungszeit Medizin hat er eigentlich in Leipzig studiert, aber kurzfristig war er da, beim Freiherr von Quarin. Visiten am Krankenbett und am Lehrstuhl, na, solange er es halt leisten konnte. Ja, früher hat man zahlen müssen fürs Lernen, war nicht so einfach. Aber Wien war ihm wichtig und dran, wie die Cholera-Epidemien waren. Na, da kann sie sich nicht erinnern, ist sie viel zu jung. Aber die waren in Wien recht heftig. Mein Samuel hat eine Cholera nie von der Nähe gesehen.
Aber die Symptome sind ihm gesagt worden und die Probleme. Und wir haben es geschafft. Die medizinischen Resultate waren großartig, vor allem verglichen mit dem, was die Wiener da zusammengebracht haben mit ihrer Medizin damals. Wir haben es sogar zu einer eigenen Schule gebracht. Das einmal ist anerkannt worden als Begründer einer eigenen Theorie. Und das Organon, nämlich an, brauche ich auch nicht vorstellen. Mehrere Varianten, alle wieder umgeschrieben. Am Schluss, wie der Samuel die Augen für immer geschlossen hat, habe ich mit seinen Schülern dann noch feindschaftliche Verbesserungen gemacht. Naja, es war nicht lustig. Erstens haben wir uns eingesetzt für etwas, was keiner gekannt hat. Zweitens für etwas, was viele geglaubt haben, das nicht existiert. Und der Frau war ich auch noch. Eine schlechte Kombination. Aber das machen Sie heute alles besser. Diese Verteilung hier gefällt mir sehr gut. Zwei Frauen, die was wissen, und zwei Männer, die was können. So soll die Welt ausschauen. Ja, und drum, es ist mir eine große Freude und eine Ehre, Ihnen jetzt die gescheite Frau Claudia Maurer ans Herz zu legen. Dieser Dame ist es zu verdanken, dass die Homöopathie in Österreich so viel Platz eingeräumt bekommt. Sie ist diejenige, die weiß, wie viel man darüber reden muss. Ich habe ja keine Kinder gehabt, aber ich finde es großartig, dass endlich einmal auch die Kinder im Rampenlicht stehen. Der Samuel hat ja schon 11 mitgebracht, was hätten wir noch welche dazu machen sollen? Die 11 waren genug Aufgabe, obwohl sie schon groß waren. Aber hätten wir damals die Homöopathie von Anfang an eingesetzt, dann wäre es uns auch schon besser gegangen. Darum bitte jetzt zu lauschen, was diese gescheite Frau zu erzählen hat. Ich freue mich schon drauf, ich werde es mir zeigen.